Zwischen dem ersten offiziellen Titel der Saison, dem deutschen Supercup und der ersten Runde im DFB-Pokal stand für die Spieler des FC Bayern der DFL Media Day mit Mannschaftsfotoshooting auf dem Programm, bei dem man den Spielern die Freude über den gewonnenen Supercup immer noch deutlich anmerkte. Für uns war es ganz wichtig, jetzt nach der nicht so guten Vorbereitung einfach den Titel mitzunehmen, auch in Dortmund dazu gewinnen. Es war nicht einfach. Wir waren zweimal in Rückstand, haben uns trotzdem zurückgekämpft, gewinnen dann natürlich ein bisschen glücklich im Elfmeterschießen. Aber es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich denke, das wird in den nächsten Wochen noch besser werden. Im ersten offiziellen Pflichtspiel der Saison gegen Dortmund hatte der FC Bayern die bisher beste Mannschaftsleistung der Vorbereitung gezeigt. Und die kam genau zur rechten Zeit. Die Spieler haben jetzt wieder viel Selbstvertrauen getankt, nehmen das DFB-Pokalspiel am Samstag gegen Chemnitz aber nicht auf die leichte Schulter. Ja, wir sind hier in der Allianz Arena damals gegen 1860 rausgeflogen mit Hoffenheim. Das sind nicht so einfache Spiele gegen unterklassigere Mannschaften. Das ist für die das Spiel des Lebens gegen Bayern München. Ich denke auch für die Fans, die werden die nach vorne peitschen und dann wird es ganz schwer für uns. Aber wir haben natürlich fußballerisch mehr Qualität als Chemnitz, aber die müssen wir dann natürlich auch an den Tag bringen und vor allem auch kämpferisch dagegenhalten. Das ist gegen so Mannschaften wichtig und dann denke ich, kommen wir in die nächste Runde. Beim frühabendlichen Training in der Arena war dann wieder volle Konzentration angesagt. Das erste entscheidende K.O.-Spiel der Saison steht an und da wollen die Bayern-Spieler die nächste überzeugende Vorstellung zeigen. Wir haben schon noch ein Stückchen Arbeit vor uns, aber wir sind natürlich positiv gestimmt. Wir haben super Spieler und gute Charaktere und deswegen denke ich, werden wir das auch hinbekommen.